Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend bei Heiße Mädels, knappe Sachen, alles andere, was Let's Player nicht machen. Willkommen zurück bei Bullet Girls Fantasia, Folge 14. Mein Name ist Christian Angel 3000. Ich begrüße euch bei einer weiteren Folge. Ganz kurz, wie gesagt, dieses Video ist uncut, weil ich mit der Elgato aufnehme, also alles intensive Trilling ist hier auch vorhanden. Und noch eine kleine Info, in letzter Zeit habe ich gerade ein bisschen viel Stress gehabt, also war eine kleine Pause vonnöten. wie gesagt, Reisen und ja, Nachtschicht. Ich bin immer noch in der Nachtschicht, deswegen habe ich mir jetzt heute mal ein bisschen Zeit genommen, für euch ein paar Videos zu machen. Mal gucken, wie viel ich mache, eins oder zwei oder drei, mal schauen, wie es so läuft. So, wir gehen natürlich in die Mission hinein. Ich glaube, wir sind immer noch bei Capture 5, genau. Ich muss mal kurz bei meinem Fernseher etwas leiser machen. So. Und ja, wir haben letztes Mal Graveyard gemacht auf Normal. Und wir werden jetzt weiter bei Locking for Piss Creek machen. Das ist, glaube ich, Pips Creek. Das ist, glaube ich, unser kleiner Drache. Und mal schauen, was uns jetzt erwartet. Wir starten einfach mal durch und ja. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder etc. Dings, wie ihr es findet und alles drum dran, einfach unten in die Kommentare rein. Lasst auch mal ein Like da, würde mich freuen. あれ?確かさっきと遊んでいたんだけど、どうしたんだっけ?何?2人でチビと遊んでいたのか?こっちはヘリの修理で手が離せなかったのに。想像しいですね。何の騒ぎです?これは。 あ、シルビアさん。 実はおちびちゃんの姿が見えなくて。 ベビドラの姿が見えないと。 で、最後に目撃したのはいつですか? ああ! そういえば、ちびと遊んでいる時にファレンちゃんに呼ばれて。 そうね、ファレンさんがこっちの方が楽しいって。 あのダークエルフですか。あ、ファレンさん。みんな聞いてくれ。報告したいことが。ちょうどいいところに戻ってきました。ファレン、ベビドラは今どこにいますか? ベビドラってのは、あのドラゴの赤ん坊のことか。そんなことより重要な話がある。はい。この村に、ファレンさんのお姉さんであるラドリアさんが潜伏しているみたいなんです。私とファレンさんは、先ほどまでラドリアさんが通った痕跡のあるトンネル内の調査をしてたんですが。え?それって、つまり… 話しかけてきたのは、ファレンさんじゃなくて、ラドリアの変装だった? それじゃ、チビは誘拐されちゃったの? そういえば、髪の色が違っていたような… あ、ファレンさん、それどころじゃありません! おチビちゃんが誘拐されたんです! Gut, und somit geht's auf die Suche nach dem Babydrachen, der irgendwie anscheinend abgehauen ist. Und schauen wir mal, welche Charaktere wir jetzt hier nehmen. Das Problem ist, naja, ich bin mit Farron eigentlich schon Level 19 geworden. Und ja, da haben wir letztes Mal, habe ich schwere Kämpfe gehabt, habe ich leider nicht aufgenommen, weil das auf Hard war, glaube ich, genau. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal Charaktere, die wir jetzt noch gar nicht so intensiv hatten.
Die hat auch mal gewisse Sachen vorzeigen können, was sie so können. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal die hier. Genau, wir nehmen das da. Und als Buddy nehmen wir... Wir hatten die Level 3. Da hätten wir hier noch ein Level 3er. Level 4er wäre hier. 5er wäre die. Ja, warte mal, wir machen es mal anders. Machen wir das so. Nehmen wir mal den Elfen, die Elfen. Die hat man noch, Hardina, die hat man noch gar nicht. Und dann würde ich sagen, als Buddy nehmen wir dann die Level 3er mit. Den Raketenwerfer. So. Bevor wir jetzt aber durchstarten, durch ganz kurz schnell mal die Ausrüstung checken, was ich überhaupt hier drin habe. Level 4 haben wir hier. Und das heißt, dann stimmt schon mal. Dann Weapon 2 war das Schwert. Dann nehmen wir... Ich weiß nicht, ob ich das Schwert unbedingt mitnehmen soll. Nehmen wir einfach mal mit. Und als dritte Waffe hatten wir bei ihr die Pistole. Würde ich jetzt glatt schon sagen, wir nehmen das hier mit. In Magic Stave. Magical Stave. Das ist unser neuer Zauberstab. Und für mehrere Gegner hintereinander wäre das gar nicht mal so verkehrt. So, dann würde ich sagen, ab zurück. Und Dispatch. Let's go. Und bin mal gespannt, was jetzt uns hier erwartet. Was für eine Horde, welche Gegend. Ich hoffe mal, dass es bald mal auch mal neue Gegenden geben, neue Gegner, weil langsam werden die langsam hier zu doof. Im Hard-Modus sind die Skelette echt da. Abfuck, sage ich mal so, weil das echt übelst ist. Und naja, so wirklich Bock auf Hard mit denen. Naja, ich hatte letztes Mal die Horde gemacht und am Anfang waren ja hinten und vorne haufenweise Skelette. Und ich habe, glaube ich, 4-5 Mal gestartet den Scheiß, bis ich das erstmal geschafft habe, die erste Hürde abzuschließen. Aber das ist ja noch nicht alles. Da kam immer mehr. Je weiter du gelaufen bist, dann kam immer mehr das Weichübers. Ich habe da, glaube ich, die ganze 20 Minuten gebraucht. Das war schon heftig. Gut, so, jetzt sind wir hier bei Wastelands, genau. Aber dann schauen wir mal gleich mal, wie der Bogen funktioniert. Bin echt mal gespannt. Oh, das ist ja echt übel. Okay, die zieht sich schon aus. Würde ich sagen, da fangen wir gleich mal hier an, hier ein bisschen Radau zu machen. Der dahinter. Ups, ich habe immer noch Alteinstellungen drin. Ich hoffe, dass der jetzt nicht wieder drauf geht. Also mit dem ich jetzt übelst abfangen. Ja. Gut, okay. Da geht's weiter. Da kommen immer mehr. Und den anderen her. Geht drauf. Geht mir nicht auf die Nerven. So. Da kommen immer mehr. Hey, dann zack. Komm, weh sie an, weh sie an, weh sie alle an. Geht doch. Muss. So. Da hinten kommen wir immer mehr. Ich komme gar nicht zum Einsammeln. Das ist traurig. Aber egal. Kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe. Wow. Okay, haben wir jetzt erstmal diese Welle haben wir erstmal hinter uns. Das ist schon mal gut. Würde ich sagen, dann gehen wir mal klemmer hier weiter. Genau, du machst das schon. Volles Vertrauen zu dir. Es sind nur noch zwei Sachen. So. So, gut. Dann würde ich sagen, du musst die Kiste kommen hin. Achso, die nächste Kiste. The next Kiste. So. Aua. Schießt sie mich einfach ab? Schämt sie sich nicht? Ich glaube nicht. So, dann gehen wir mal hier weiter. Kommen wir schon wieder neue Gegner? Natürlich. So, dann können wir mal gucken, die Ulti. Wie die aussieht, bin ich echt mal gespannt. So, der Bogen.
gar nicht mal so schlecht. Für Notfall ist es bestimmt gar nicht so verkehrt. Oh, die halten schon ein bisschen mehr aus jetzt, merke ich. Ja, wahrscheinlich liegt es auch an meinem Level von ihr. Das halt sehr gering ist, sehr klein ist. Und ich denke mal, daran ist das kleine Problemchen. So. Gut, weiter geht's. Schon wieder welche. Können mich einfach nicht in Ruhe lassen, wa? So, diese Kiste haben wir geöffnet. Immer. So. Nächster Bereich. So. Nachladen? Ne, brauche ich nicht. Wow, wo kommt ihr denn her? Oh, mit einem Schuss, ja, das ist eine gute Waffe. Also Bogen ist gar nicht mehr so schlecht für einzelne Gegner. Ups, daneben. Einer sagt schon wieder daneben. Ja, dann zack hier. Geht ja mal gar nicht. So. Da ist auch noch ein Gegner. Nein, Handtag. Also treffen muss ich mit der auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Ist ja nicht mehr auszuhalten. Bam. Aber zielgenau ist er auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr gut. Auf jeden Fall interessant. Kann man machen. Nachladen geht halt nicht bei der Waffe. Aber passt schon. So, weiter geht's. Ab nach oben hier. Come on. So. Da war knapp. Aber hab's geschafft. So. Haben wir das auch gemacht. Hab geöffnet. Weiter geht's. So, ah, die Dark Elfen. Da. Ah. Einer, zack. Zu doof zu treffen, oder was? Und hier schnelles Ende. Brauchst gar nicht ausweichen. Wiedersehen. Tschüss. Bam. No change. So. Mission abgeschlossen. Juhu. Bin mal gespannt, ob wir es jetzt bezirzen können oder sonstiges. Keine Ahnung, wie man das nennt. So, Triple S. 7884. Oh, yes. Wunderschön. Freut mich. Level up. Level up. Level up. Und level up. So, level up. Okay, perfekt. Schön, haben wir sie auch schon bald auf Level 10. Dann passt es ja sehr gut sogar. Dass ich dann bald ein bisschen alle einen gewissen Standard haben. Dann passt es. So, neue Klamotten haben wir auch. Half-Top-Panties und Half-Top-Panties in anderen verschiedenen Farben. Okay. Prima. Und 250 Geld zurück. Für nichts. So. Ups. So. ここまでか。もう勝負はつきました。逃げるのは諦めて投降してください。それと、おちびちゃん。ドラゴンの赤ん坊はどこに隠したんです?
兜の中を見てみな。落ちみちゃん。冷たい。まさか。安心しろ。魔法で眠っているだけだ。どうしてそんなことを。話せば長い事情があるのだ。またドラゴンに襲われた時の傷が開いて。 傷を見せてください。あやと言ったか。随分と優しいのだな。黙っててください。すぐに手当てしないと。あれ？傷がない。心配させてすまんな。嘘という魔法だ。 Was ist hier los? Aya, Ujika? Aya, Hänzio Shiro! Aya, gar doch nicht mehr. Was ist das? Ladoriani? Aki-san, Zuro ga Mahou no Kabe ni yotte fusagarete masu. Mahou ni yotte kyouka sarete ite, koware sou ni arimasen. Kinomoto wa dou yara, zure sarareta you desu. Da wurde sie wohl entführt. Lol. Da wurde wahrscheinlich als nächste Mission die Befreiung sein. Autsch. 裏の世界で恐れられたラドリア。しかしエルフのことで重要な任務に就いたと聞いていたので、なぜその任務を放り出し、こんなことをしているのか理解できません。ただ魔導書は存在しないということだから、ラドリアは盗賊ではないはず。事件に巻き込まれ罪をなすりつけられたので、汚名を返上するために ベビドラを盗んだとも考えられますが、断定はできません。手だれを相手に後手に回ってしまった我々は何とかして挽回の機会を見出さねばなりません。早急にアヤちゃんを見つけて救出しないとね。身を隠せそうな場所とかに心当たりは？ ドラゴンが現れる前からこの付近に潜んでいたとなると、招きはこの辺りの地形はかなり熟知しているはずだ。だが姉貴一人なら追跡は厳しいわ。アヤを連れているとすると夜露が防げる場所は洞窟、建物、地下牢、そういった場所を片っ端から当たってみるべきだな。なるほど。 的確な助言ありがとう、パレンさん。ところで、先に月夜？さっきから何か変よ。落ち着きがないわね。だっていつも通りなんだよ。わ、私だって普通ですよ、マイ部長。先ねえも月夜ねえも、ラドリアねえに話しかけられていたって聞いたけどにゃ。 何の話をしたのか気になるにゃ。そうね、確かに気になるわね。サキ、月夜、ベッドに立ってるのはこれは何だ。それはこの下手くそな人形はどうしたんだ。下手くそじゃない。チビより断然可愛いでしょ。 あ、ここに名前が書いてある。ファレン作。私じゃない。私は知らんぞ。もしかしてこれは姉貴からもらったのか。もしかしてベビドラと交換したのか。こんなもの没収だ没収。預かっておく。
さっき気に入ってたのに。好きよ。ごめんなさい、可愛かったからつい。二人とも分かっているわね。この時を待っていました。月夜さんにとっても優しくしていただいたことは今でも忘れていません。メリーナは先年に大変お世話になったことを今でも忘れてないにゃん。メリーナにサリア落ち着くんだよ。その顔絶対倍返しするって顔よね。どんだけ根に持ってるのよ。二人とも急いで情報を聞き出すのよ。速やかに実行します。やってやるみゃん。So. Ah, started drilling. Na, wieso die beiden? What? Okay. Na dann. Dann lass es Double Drilling. Ach du Scheiße. Okay, Tutorial für Double Drilling. Das ist die Frage jetzt. Combo. Okay. Okay, keine Informationen. Okay. Dann starten wir das Double Drilling mal und gucken, was uns da erwartet. Ich habe keine Ahnung. Bin echt mal gespannt. Heiland, sag, ey, was sind das für Stellungen hier? Weißt du gar nicht, wo du hingucken sollst? Ah. Sehr schlimm. Na, zack, wo soll ich mal hier?
Anstrengend. Ich habe irgendwie noch die falschen Gegenstände. Ich brauche irgendwie mehr. Alter, zack, ey, das ist hier mal. Gut. Ja, nur 250, egal. 7er Kombo. Ist auch gar nicht mal so schlecht. So. Alles klar. Dann Ende und dann sehen wir auf jeden Fall weiter, was uns dann erwartet. Ja, mal gucken, ob ich eine andere Perspektive nehmen kann. So. Das hört sich doch gut an, oder? Alles klar. Raus hier und ja. Wieder nur eine Mission geschafft, ein intensives Thrilling und ja, bin mal gespannt, was dann uns als nächstes erwartet. Ich sage, ich brauche einfach mehr Gegenstände, die mehr Dings, ja, mehr Punkte austeilen. Oder ich mache irgendwas falsch. Wenn ihr das wisst, dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. メリーナはなんか途中から罪悪感が半端なくてとてもそんな気分にはなれなかったみゃ尋問を行った二人の反応の落差が極端だなで月夜姫ラドリアと何の話をしたんだファレンさんだと勘違いしてたんで気絶していた時に何があったかの経緯をはあ我々の行動がダダ漏れだな仕方ないじゃない気絶してた分を挽回したいって悔やんでいるのを見たら力になりたいって思っちゃったんだもん月夜ね見かけによらず情に弱いにゃさすがにちょろすぎるんだよあれファレンさんを気絶した状態で保護したのも知っていたのかああれそれはサキが口を滑らせたかもおいだっておいしい蜂蜜があるから一緒に食べようとか言ってきてね床の隠し扉の倉庫に蜂蜜があるのを教えてくれたから気絶してたのになんで知ってるのって蜂蜜に釣られたサキの方がよっぽどちょろいじゃないああ床の隠し扉だとうわそれはメリーダが一番大事にしていた蜂蜜なんだみゃサキネ、その蜂蜜はどうなったみゃメリーナ、それは愚問だぞもちろん、全部美味しくいただいたんだよみゃ何を言っているのか、わかりませんみゃこんなところに先ほどの尋問道具があるみゃまた尋問ですかそれでは私もお手伝いいたします
こまで変えられるんですね。メリーナ、喋り方が怖いんだよ。いつものミャはどこに行っちゃったんだよ。サキさん、あちらに行きましょう。そうでした。マイさんにご報告があったんです。何かしら。先生術や亡霊術、偏見の推奨などで調べましたが、城塞のどこかにいるのは間違いありません。以上、ご報告終了です。これよりサキさんの尋問を続行します。報告ありがとう、サリア。尋問はほどほどにね。いつも食べ物の恨みを爆発させるのは姫なんだけど、今回は逆か。食いしん坊があだになったな。はは、占いで突き止めるなんて、さすが剣と魔法の世界だ。それじゃあ、綾の救出に行くぞ。Jetzt endlich, danke. Oh Gott, lange Gespräche gehen langsam echt auf die Nerven. Gut, you can new perform double trillings. Wonderful. New pose in double trilling. Hey, wunderschön. Background, okay. Okay, neue Sachen in den Shop drin. Da können wir gleich mal gucken, bevor wir hier Schluss machen für diese Folge. Und da hoffe ich mal, dass es Gescheites gibt. Geld haben wir eigentlich genug. Wir haben hier einmal die Milch. Warum das gerade so viel zu teuer ist, weiß ich auch nicht. Und ein heißes Ei. Okay. Naja, ob das jetzt wirklich so sinngemäß ist, weiß ich jetzt nicht. Aber okay. Gut. Würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr gerne verändern haben möchtet oder was euch gut gefällt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit Saving Private. Ah ja, Dings, retten wir sie auf jeden Fall und hoffe, ihr seid dann auch alle dabei. Das war's erstmal mit heißen Mädels, knappe Sachen, alles andere, was jetzt Player nicht machen, mit Bullet Girls Fantasia. Bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Christian Angel 3000. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also dann, bis zum nächsten Mal. Euer Christian Angel. Weiterschauen, reingehauen oder keine Ahnung, oder andersrum, egal. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.